bin Daniel, der Geschäftsführer von Dreimaster. Dreimaster wurde 2010 gegründet als Modelabel mit maritimem Ursprung und ja, ist so eine Hommage an die alte Seemanns- und Schneiderkunst. Ja, als Hamburger ist es ja letztendlich schon normal, dass man sich mit der Stadt beschäftigt und sie liebt. Und daher ja, gibt es natürlich immer wieder Inspiration im Hafen, auf alten Schiffen. Die Inspiration unserer Kollektion entsteht oftmals durch kleine Zufälle. Man geht auf ein Schiff, entdeckt da eine Kleinigkeit und daraus kommt, wie jetzt hier, ein Knopf. Die Knöpfe sind nicht nur hier in dem Spare Button Bag, sondern wenn man online unser Produkt kauft, auf unserer Webseite, sind die auch in so einem Seesack verpackt. Das hier ist eben auch ein Hangtag, was nicht nur darstellt, dass wir die Firma Dreimaster sind, sondern es soll auch gleichzeitig ein Glücksbringer sein. Das kennt man ja natürlich auch. Man bekommt das geschenkt. Mit dem Anbringen des Armbandes soll man sich einen Wunsch wünschen. Und wenn man das Armband verliert, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Früher haben die Frauen hauptsächlich den Matrosen, die auf hohe Fahrt gegangen sind, einen Glücksbringer mitgegeben, damit denen auf See auch nichts passiert. Die Seefahrt ist eine Inspirationsquelle, die nie aufhört. Also man geht auf ein Schiff oder man entdeckt immer wieder Kleinigkeiten an der Seefahrt, die man immer wieder neu umsetzen kann. Es ist ja nicht nur der Knopf, es ist ja auch die Kleidung zum Beispiel, die erste Seemannsjacke oder auch die Daffelknöpfe. Die Daffelknöpfe oder Knebelknöpfe, wie sie auch heißen, das waren die ersten Seemannsknöpfe. Weil die Seemänner hatten Handschuhe an und konnten einen normalen Knopf gar nicht schließen. Und somit ist der Knebelknopf erfunden worden. Und es sind unheimlich viele Geschichten, die man einsetzen kann in der Mode. Das hört gar nicht auf.